Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballen sammeln mit Aix. Nein, Quatsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Hot Online Farm im Projekt. Hot Online 21 Farm im Projekt. Schaffe ich es, alle Felder in Besitz zu nehmen? Wir haben ja jetzt letztes Mal den Fendt gekauft und haben mit dem T-Rex ein bisschen Bäume wegorganisiert. Das Wegorganisieren der Bäume ist dann fertig. Also das ist vollständig abgelöst. Jetzt haben wir das Problem, dass der wieder hängt. Wir müssen nochmal zum Shop fahren und das dann umkonfigurieren. Dass es mal schwarz wird, die Fläche von dem Anhänger. Das ist ja echt übel. So, Augen zu, hat keine Collie, wisst ihr. Fährt immer auch seelenruhig auf die Ballen drauf. Ja, wenn man das Vorgewende nicht anständig leer räumt, ist das auch kein Wunder, ne? Wir kriegen übrigens immer noch 1000. Das heißt, wenn wir den vollen Anhänger dann dahin bringen, dann ist es schon echt gut. Ein paar vielleicht dann auch diesmal in die BGA oder... Na, ich glaube, wir verkloppen das einfach alles. Solange der Preis stimmt. Solange der Preis stimmt, ist das eigentlich alles in Ordnung. Weil die BGA, die stellt ja auch nur Methanol und Gärreste her. So richtig Geld sehe ich irgendwie nicht. Das war's, ne? Mit dem Vorgewende. Also Ballen ist super Einnahmequelle. Das ist halt viel Arbeit. Der ist Volli. Dann geht's zum Landwirt Bauern. Wir kümmern uns um den kleinen Fendt, den wir gekauft haben. Berechne Fahrt, du hast doch direkt einen... Na. So. Hot Transportsysteme. Das Ding für Methanol. Ich mach das jetzt einfach, dann habe ich's. Also. Jawohl. Und dann gibt es hier irgendwo diesen Drehschemel. Nee, den zum Anhängen. Lizard. Agrarbereifung. Agrarbereifung Winter. Agrarbereifung. Lizard. Straßenbereifung Winter. Kaufen. So, jetzt haben wir eine Wechselbrücke. Das ist aber noch nicht alles. Ich hätte es beinahe vergessen. Düngertechnik. Quirneland. Den natürlich auf Maximalgeschwindigkeit gestellt hier. Kaufen wir. Jetzt können wir ein bisschen Geld ausgeben. Ist doch auch mal schön, wenn man die ganze Zeit am Hungertod genagt hat. So wie wir fast. Paletten, Big Bags. Mineraldünger da. Kaufen, jawohl. Ich hoffe, das ist jetzt kein Absetzer, sondern es ist ein... Ach, das hat nicht mal Colli, die Beine. Ich habe gedacht, ich schmeiße es um. Ja, doch, Colli. Ich schmeiß es gleich um. Ja, das ist doch mal schockt, oder? Klingt doch auch gleich ganz anders. Dünger, Dünger, Dünger. So, das ist die Geschichte. Wir haben dann den ersten Methanoltransporter. Also langsam wird's heiß. So langsam wird's heiß. Wir haben immer noch 240.000 über.
500.000 für ein vernünftiges Mähwerk. Na, ein Pflug. Vielleicht leihen wir uns auch einfach mal einen großen Trecker mit dem Pflug. Weiß ich nicht. Wir brauchen den Pflug ja vielleicht doch, aber einen großen Trecker können wir uns noch nicht leisten. Bittere Pille. Das eine hat man, das eine will man. Oder so ähnlich geht das Sprichwort. Oh nein, das wollte ich nicht. Ach Gott, nochmal einfach zu früh und nicht drüber nachgedacht, dass es passiert. So, dich hätten wir. Dann können wir nämlich einmal weitergehen und drücken hier U. Nö, nee, Z. Wisst ihr, 419.000. Ich würde sagen, eine Runde LKW liegt noch auf dem Feld. Methanol kommt auch noch dazu. Dann hinfort mit dir. Feld 95. Jawoll. 55 Sekunden ist er da. Dann können wir ihn nämlich ablösen und holen uns mal Methanol. Aber ein schöner Anhänger. Hinten mit Rundumleuchte dran. Kupplungsmöglichkeiten. Ich glaube, da vorne stehen sie und blitzen sie immer noch. Ne, jetzt sind sie weg. Doch, die sind noch da. Hier ist das Police-Auto. Mitten in der Büsche. Wo ist denn dann der Herr Inspektor? Da steht er. Mit seiner Radar-Eumel. Das ist voll cool. So, und jetzt können wir, wenn wir jetzt den hier einmal gehen. Methanol, 21.000 Liter. Wo wird denn Methanol verkauft? Methanol ist dieser grüne Kreisel. Da, nee, das ist Ackergras. Methanol. Da ist Methanol. Methanol, 2.600 Euro Exportlager. Das Exportlager ist wo? Irgendwie das Gefühl, das Exportlager kriegst du wieder am Hafen. Das ist schön, da können wir den zumindest mal eben zum Hafen schicken. G, Q. Und dann müssen wir im Hafen das Exportlager hinzufügen. Aber wir können erstmal in die Richtung fahren. Das hat doch schon mal Gesicht. So, der LKW ist bestimmt da. Ne, warte mal, er hat durchdrehende Ballen hier. Jo, er ist da, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Systematik. Der Anhänger auch mit drauf. Bedet. Haben wir. Oh, ist das schön. So viel Kohle. 400.000 Euro. 423.000 Euro. Ballen ist das neue Gold. Maisilage wäre natürlich ein bisschen effektiver. Aber Felder und Häcksler haben wir nicht. Macht doch nichts. Ich will auch wegkommen von den Missionen. Ich will eigenständig hier. Ballen, ballen, ballen. Und wenn wir 500.000 zusammen haben, kann man sich eine verschicke Mähmaschine kaufen, den großen Big M 500.
Ich glaube, das ist jetzt schon die 10. Folge, wo es um nichts anderes geht, außer Ballen einzusammeln. Aber so ist das nun mal. Wir fahren hier eine Challenge, also muss man auch monotone Arbeiten zu 100 Mal machen. Man könnte jetzt natürlich auch irgendwelche grober Challenge, also grober Aufträge annehmen und so. Nö, 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 nö. Wir sind schon im Großgrundbesitz hier. Die Ballen. Das wird gedüngt, das kostet dann wahrscheinlich auch nochmal 50.000. Weiß ich nicht. Ein Schätzwert. Irgendwann können wir ja Dünger herstellen in der Düngefabrik. Dann ist das alles halb so wild. Das wird alles noch kaputt gepflügt. Und das mit den Wechselbrücken eigentlich eine geile Idee. Ein Wechselbrückenauflieger für mehrere verschiedene Arten. Ich weiß noch nicht, was man mit einer Überladewechselbrücke soll. Also das ist bei mir raus. So, guck mal. Wir gucken mal eben schnell. Aber er speichert jetzt bestimmt. Nee, macht er nicht. Gott sei Dank. Methanol haben wir ja geguckt. Exportlager. Und Grassilage ist immer noch 955 Euro beim Landwirt Bauer. Und der ist noch nicht fertig. Nein, so. Ein typischer Vario-Sound. Wird tit. Yeah. Fertig. Ausschalten. Einklappen. Feuer frei. Presse wegbringen. Ich hab mit dir Großes vor, mein Kleiner. Auch blöder Spruch, ne? Ich hab mit dir Großes vor, mein Kleiner. Huch. Man müsste jetzt mal die Ballen zählen. Ne, warte mal, wir bringen die LKW-Ballen weg. Dann sammeln wir das einmal auf und gucken, wie viel in die BGA gehen. Das sind ja, glaube ich, auch 50.000. Müssten 20 Ballen sein. Ne, ungefähr. 10, ne? Ein bisschen drüber. Ein bisschen über 10, aber wir können erstmal düngen. Wir haben die Maschine noch nicht einmal gewaschen. Und wir brauchen Methanol. Das heißt, wenn der LKW leer ist, werden wir einmal zur 99. Eine Minute 17. Jetzt ist noch die Frage, wenn ich jetzt Escape drücke, bin ich echt am Löffel. Aber ich übernehme mal schnell das Steuer von dem Kleinen hier. Zumindest die Stelle mal eben suchen, wo das Methanol weggeht. Exportlager ist da ganz oben. Und das kriege ich auch nur von hier erreicht. Okay. Dann gucken wir mal eben schnell, was die grüne Strecke sagt. Ja, damit sie sich nicht entgegenfahren, muss man gegensteuern. Wir machen das mal so. Wir werden jetzt von hier anknüpfen. Nein. Du sollst recorden. Record.
So gut? Okay. Und dann fahren wir jetzt mal eben zum Exportlager. Naja, so viel werden wir ja nicht verkaufen, dass das hier unbedingt immer Krieg ist. Glaube ich. Fahren wir außenrum um das Exportlager. Weil ich noch nicht genau weiß, wo hier der Abladetrigger ist. Meistens ist bei Hop ja alles immer super gekennzeichnet. Das sieht so aus, dass er da ist. Hier können wir schon Methanol abgeben. Fahren aber noch ein bisschen weiter. Ein Strich noch, komm her. Komm her. Oh, sag doch mal so. Exportlager. Das machen wir gleich. Wir fahren rückwärts an dieser Stelle, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es noch nicht getan hast und du willst wissen, wie es hier weitergeht, dann lass ein Abo da. Das Ganze natürlich kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn es heißt Dinge mit Ike's hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Euer Ike sagt tschüss. Macht es gut. Bis dann und ciao.